Als nächstes wollen wir uns die Adressen anschauen. Ja, wir haben ja gesagt, hier wird angegeben, dass das für jemand anderen ist als den Empfänger auf der anderen Seite der Leitung. Das ist zunächst für den Empfänger auf der anderen Seite der Leitung. Dann aber steht hier noch in einem weiteren zweiten Header quasi drin, für wen das eigentlich ist. Und wie kommuniziere ich, für wen diese Informationen eigentlich sind? Indem ich IP-Adressen verwende. Wie funktioniert eine IP-Adresse? Eine IP-Adresse setzt sich aus 4 Zahlen zusammen. Also eine klassische IP-Adresse, die, ich will jetzt nicht sagen, jeder von euch schon mal gesehen hat, aber sicherlich jeder von euch schon mal bekommen hat, jedenfalls so ähnlich, ist 192.168.1.7.1.0.1. Später mehr zu der Aufteilung und Formatierung von Adressen. Ja, also wir haben da 4 Zahlen, ja. Die können von 001 bis 255, also von 1 bis 255 gehen. Klingelt da schon was bei euch? Kommt euch das bekannt vor? Und das ist hier genau der Fall. Ja, also ich habe hier 8 Bit, die zusammen ein Byte geben. Und mit einem Byte kann man im Binärsystem von 0 bis 255 zählen. Und so würde die Zahl dann aussehen, wenn man sie ausschreibt. Ja, also eigentlich sieht eine Netzwerkadresse so aus. Ist aber nicht so leicht zu lesen und auch nicht so leicht zu kommunizieren. Ja, 192.168.1.7.1.0.0.1 ist, oder 1, ist wesentlich einfacher als 11 alles Nullen, 1.0.1.0.1 alles Nullen, 1.0.1.0.1.0.1.1 und dann alles Nullen bis auf die 1. Das ist halt schwierig zu kommunizieren und dauert auch ewig einzutippen. Der zweite Schritt ist, okay, ich habe jetzt also in meinem Netzwerk lauter Rechner und ich gebe denen irgendwelche Zahlen als Adresse quasi. Ich gebe denen diese Zahlen hier als Adressen und damit kann ich die adressieren. Um dem Ganzen so ein bisschen Ordnung zu geben, wird gesagt, hey, ich nehme einen bestimmten Teil dieser IP-Adresse und lege den fest. Das heißt, dieser bestimmte Teil verändert sich nicht. Und dann habe ich einen anderen Teil, mit dem zähle ich durch. Ja, also hier kann ich jetzt immer noch quasi, theoretisch könnte ich hier jetzt immer noch 256 Rechner unterbringen. Ja, von 0 bis 255 komme ich auf 256 Rechner. Die könnte ich jetzt alle unterbringen und hätte dann hier vorne quasi einen starren Adressraum. Also hier würde ich zum Beispiel sagen, ich habe 32 Bit, ne, also 4 mal 8. 1, 2, 3, 4 mal 8 Bit. Und 3 mal 8 von diesen Bits lege ich fest. Also das sind 24 feste Bits und die anderen 8 Bits sind frei zur Bewegung. Und probieren wir das mal aus. Also wir haben hier jetzt unseren Server und seine 3 Clients, unseren Host und seine 3 Clients und er gibt sich selber die Nummer 1 natürlich und den anderen gibt er halt irgendwelche Adressen, je nachdem, wie er gerade lustig ist. Meistens läuft es von oben nach unten. Manchmal werden bestimmte Zahlenräume, irgendwie zum Beispiel 2 bis 8 oder so, für Teile der Infrastruktur vorbehalten. Na, wenn ich sage, ich habe jetzt mehrere Hosts oder ich habe Netzwerkgeräte oder ich habe Drucker oder so, dann würde ich da bestimmte IP-Adressen festlegen für die und die werden dann nicht freizugeben. Deswegen ist es relativ selten, dass man in ein Netzwerk kommt und irgendwie, also auf der 1 sowieso nicht landet meistens, weil da der Server drin ist, aber meistens auch nicht irgendwie aus den ersten 10 Stellen landen wird. In den größeren Netzwerken wahrscheinlich auch nicht mal auf 50 oder 100 Stellen, je nachdem. Genau, und jetzt spricht man von einer Range, das heißt, der Server ist bereit oder der Host ist bereit, Adressen zu vergeben. Und zwar lässt er dabei 192.168.1.7.1 immer gleich. Und die hier zählt er von 1 bis 255, jedenfalls theoretisch durch. Ja, und dann können die verteilt werden. Das heißt, da können jetzt noch, wenn wir jetzt 1, 2, 3 Rechner haben, und wir haben insgesamt 255 Adressen frei, weil er sich ja selber auch eine geben muss, dann haben wir noch 252 frei, wenn diese 3 drin sind. Und das ist sozusagen die Range, die Menge von 1 bis 255. Ich habe jetzt ganz oft theoretisch gesagt, weil es gibt bestimmte Adressen, die festgelegt sind. Und zwar 255, 255, 255, 255, für diejenigen, die sich mit dem Binärsystem auskennen, auch bekannt als alles 1, ist als Broadcast gedacht. Das heißt, ich möchte an alle kommunizieren. Im kleineren Rahmen ist es aber so, darauf gehen wir gleich ein, im kleineren Rahmen ist es so, dass wenn ich jetzt 192.168.1.7.1.255 eingebe, sage ich, ich möchte innerhalb dieses Netzwerks, das 192.168.1.7.1 heißt, möchte ich alle Clients erreichen. Wann ist das sinnvoll?
Was zum Beispiel sinnvoll, wenn ich ein Netzwerkdrucker bin und ich will, dass alle Bescheid wissen, dass es mich gibt. Hallo, ich bin ein Netzwerkdrucker, ihr könnt auf mir drucken. Dann schicke ich irgendwie alle paar Sekunden oder mehrmals pro Sekunde so ein Beacon und sage, oh mein Gott, falls irgendjemand nach einem Drucker sucht, hier bin ich. Ja? Und dann gibt es noch andere Geräte, dann gibt es vielleicht noch Fernseher, die eine erleichterte Verbindung erfordern. Ja, also wenn ihr früher einen Netzwerkdrucker anschließen wolltet, dann und im professionellen Umfeld ist es immer auch so, dann musstet ihr den Drucker mit dem Netzwerk verbinden, dann musstet ihr vielleicht dem Host noch sagen, welche IP-Adresse der Drucker haben soll. Dann hat der Drucker diese IP-Adresse bekommen, wenn er auch richtig eingestellt war. Und dann hat er da vor sich hingesessen und dann hat man den Rechner angeschlossen an das Netzwerk, der muss auch eine IP-Adresse bekommen. Das funktionierte dann meist automatisch, weil die Rechner ja ein bisschen fortschrittlicher quasi mit den Systemen waren, als die Drucker hier im Verhältnis quasi. Und dann hat man diesen Rechner und dann sage ich jetzt dem Rechner, hey, unter folgender IP-Adresse findest du den Drucker. Und dann hat er unter dieser IP-Adresse den Drucker gefunden und konnte drucken. Wenn ich jetzt aber von einem Standard-User verlange, hey, du musst deinem Drucker eine IP zuweisen, dann musst du dir diese IP merken. Vor allen Dingen für den Fall, dass sie automatisch zugewiesen wird, musst du diese IP irgendwie herausfinden und dann musst du auf deinem Rechner diese IP-Adresse eingeben. Das ist ziemlich anstrengend. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist besser, wenn der Drucker sich selber broadcastet quasi, sich selber meldet. Und wenn ich meinen Rechner anschließe, dann empfange ich halt diesen Broadcast an 255, auch wenn ich innerhalb des Netzwerks bin. Und da mich das potenziell interessiert, ist das auch sinnvoll. Und dann empfange ich diesen Broadcast und weiß, okay, da ist ein Drucker, der hat die und die IP-Adresse. Und wenn ich jetzt drucken will, dann kann das Betriebssystem den halt als Netzwerkdrucker behandeln und unter dieser IP-Adresse Sachen an den abschicken. Irgendwann ist es aber auch so, dass wenn ich innerhalb eines Netzwerkes bin und jetzt zum Beispiel hier dieses Gerät hier ein Drucker sein sollte und dann ständig zu einer 55er Broadcast an den schickt, dann ist der auch viel damit beschäftigt. Und wenn jetzt hier 10 Drucker stehen und 2 Rechner, dann kommen die beiden Rechner gar nicht mehr zum Sprechen, ja, zum Kommunizieren, weil dann auch diese Broadcast durch die Gegend fliegt. Das kann also auch ein Problem werden. Und deswegen ist es üblich, dass Broadcasts grundsätzlich nicht außerhalb des Netzwerks verbreitet werden. Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe hier 255, also das ist für das gesamte Internet, für jeden, der in irgendeiner Form mit diesem Netzwerk, über wie viele Ecken das auch sein mag, verbunden ist, dann würde der Host ja oder der Router schon direkt, also irgendein Netzwerkinfrastruktur verwaltendes Gerät, würde das einfach direkt fallen lassen, das Paket. Ja, würde einfach sagen, okay, interessiert mich nicht, leite ich nicht weiter. Genau, und das hängt davon ab, wie man das auch einstellt. Und deswegen, man kann das restriktiv einstellen, und dann werden solche Broadcasts nicht mehr verschickt. Dann ist das Netzwerk schneller und zuverlässiger. Das kann aber auch sein, dass so ein Plug-and-Play-Drucker fürs Netzwerk dann nicht mehr funktioniert. Oder man macht es anders und sagt, okay, ich erlaube sowas, aber dann kann es halt sein, dass das Netzwerk so ein bisschen voll ist. Und das ist halt zum Beispiel auch die Aufgabe eines Netzwerkadministrators, zu schauen, okay, welche Geräte senden welche Daten, wie oft und wohin. Und diese Daten dann sorgfältig quasi zu administrieren und zu gucken, okay, da gibt es jetzt Daten, die gehören eigentlich nur in die eine Richtung, die schicken wir nur dort lang, und dann gibt es Daten, die gehören in die andere Richtung, und dann gibt es Daten, die gehören hier gar nicht hin. Und dann werden die gespeichert. Dann werden die halt fallen gelassen, wenn sie nicht dahin gehören. Eine weitere Adresse ist 127.0.0.1. 127.0.0.1 geht an die eigene Schnittstelle. Was bedeutet das? Der Computer bekommt also von irgendeinem Programm oder vom Betriebssystem die Aufgabe, ein Paket zu verschicken an die Adresse 127.0.0.1. Das wird an die Netzwerkkarte weitergegeben. Die Netzwerkkarte sieht quasi, dass es an die 127.0.0.1 gehen soll und packt das Paket nochmal so um, als hätte sie gerade bekommen. Als hätte sie dieses Paket gerade bekommen. Also sie quasi, wie wenn ihr einen Brief nehmt und ihr adressiert den an euch selbst und ihr gebt den nicht mehr zur Post, sondern wenn ihr vorne an der Tür steht, so, ich habe einen Brief bekommen, der ist an mich adressiert und nehmt ihn wieder mit rein. Ja, und dann wird es halt genauso behandelt, als wäre das ein eingehendes Paket. Für welche Situation ist das sinnvoll, wenn ich zum Beispiel auf meinem Rechner einen Webserver habe, ja, also wenn ich auf meinem Rechner quasi ein Programm habe, das eine Webseite zur Verfügung stellt, dann könnte ich dem Browser zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier eine Webseite, die ist auf meinem eigenen Rechner drauf, geh doch mal auf 127.0.0.1 und ruf da mal die Webseite auf. Und das würde dann so gehen. Dann würde quasi der Browser denken, es gibt irgendeine Adresse, dem ist dann egal, welche das ist. Und da kann er dann seine Anfragen hinschicken und kriegt seine Antworten. Und die schickt er dann dahin und kriegt tatsächlich Antworten. Und so kann dann quasi so eine Kommunikation mit sich selbst passieren.
Für solche Sachen ist das sinnvoll. Das besondere elektronische Anwaltspostfach zum Beispiel benutzt das als System. Und zwar haben die jetzt nicht ein Programm geschrieben, mit dem man das bedient, sondern die haben eine Webseite geschrieben und die haben ein Programm, das diese Webseite auf dem Computer zur Verfügung stellt. Und wenn ich dann mit meinem Computer, wenn ich quasi diese Webseite, mit der ich das BEA bedienen kann, aufrufen möchte, dann nehme ich Kontakt über 127001 mit meinem eigenen Computer auf, der dann quasi diese Webseite über das Netzwerk zur Verfügung stellt, wobei das niemals ins Netzwerk rausgeht, sondern immer auf dem Rechner bleibt. 255 ist die Adresse, an die ich sende. Na, also der Drucker würde zum Beispiel 1.2.1.6.8.1.7.1 meinetwegen 8.8 haben und würde dann sagen, okay, ich möchte jetzt für 1.2.1.6.8.1.7.1.255 etwas rausschicken. Dann nimmt er dieses Paket, sagt, das ist an 255, schickt es an den Router und der Router sagt, oh, ich habe jetzt ein Paket bekommen, das soll ich nicht an eine konkrete Person, irgendwie an die 88 oder die 156 oder die 254 oder die 003 schicken, ist gemeint an jeden einzelnen Teilnehmer, der mir bekannt ist. Und jeder einzelne Teilnehmer, der mir bekannt ist, wäre also die 3, die 156, die 254 und im Zweifel auch die ganzen Drucker, die allein geschlossen sind. Und so würde das funktionieren. Also die Adresse 255 hat niemand wirklich, sondern die Adresse 255 ist die Adresse, an die man schickt, wenn man etwas Bestimmtes meint. Zum Beispiel, wenn ich einen Brief an Polizei adressiere, dann würde halt die entsprechende Abteilung bei der Polizei das bekommen. Und wenn ich einen Brief an den Weihnachtsmann am Nordpol adressiere, dann gibt es auch irgendeinen Verein, der den Brief bekommt. Und die 255 ist quasi nur eine Information darüber, dass ich das an alle senden möchte. Und 255 beziehungsweise 254, je nachdem, wie viele noch übrig sind, sind sehr wenig Adressen für ein Netzwerk. Für das Heimnetzwerk reicht das vollkommen, ja, da reichen oft auch 20 Adressen, aber für mehr Adressen würde das dann nicht reichen. Deswegen hat man hier diese weiteren Bytes und dann würde man sagen, okay, ich nehme jetzt hier die 171 und die 172 und dann habe ich nicht mehr 255 Adressen, sondern eher sowas in dem Dreh um die 310 Adressen. Genau, ich gebe euch jetzt mal eine Minute, das hier zu lesen und dann machen wir weiter. Achso, kurz zur Information, das ist ein Internet-Chatraum, ja, und die sitzen da in einem Internet-Chatraum. Okay, ich hoffe, ihr seid durch. Also was passiert hier? Also der Elch und der Lichtstecker, die sind in diesem Raum. Und, allein der Name schon, der muss irgendwie 10 sein oder so. Jedenfalls behauptet er, ich brauche nur die Netzwerkadresse. Ja, er nennt das hier Netzwerknummer. Und wenn ich diese Netzwerkadresse von dir habe, da habe ich ein Programm, da gebe ich die ein und das Programm schickt dann Pakete an diese Netzwerkadresse und nutzt dann irgendeine Lücke bei dem, eine potenzielle Lücke bei dem Gegnersystem aus und das verwendet diese Pakete, um dann seine Festplatte zu löschen. Und dann sagt dieser Elch, ja, oh, okay, das würde mich interessieren, meine Adresse ist 127001. Und der Bitchchecker, der hat das dann in sein Programm eingegeben, das Programm schickt halt diese tödlichen Pakete in Anführungszeichen ab und die Netzwerkkarte sagt, oh, diese Pakete sind für 127001, also für mich, und leitet die an das eigene System wieder zurück. Und der hat halt, vielleicht hat das Programm sogar irgendwie ein Interface gehabt und gesagt, hier sind schon 10% gelöscht oder was. Und jedenfalls läuft das so vor sich hin. Und irgendwann gibt der Chatroom die Meldung, der Bitchchecker hat den Raum, diesen Java-Chatraum verlassen, wegen Ping-Timeout. Ja, Ping lernen wir noch, was für ein Paket das ist, aber jedenfalls Timeout kennen wir schon. Da ist auf Layer, welches Layer war das? Da, ich muss selber nachgucken. Auf Layer 5 wurde festgestellt, okay, da besteht keine Verbindung mehr. Ja, also das System von dem ist einfach offline gegangen. Das heißt,
Der Rechner ist ausgegangen. Ich habe hier unten den Link. Ich verspreche, dass ich später die Seiten noch online stelle. Und da könnt ihr das nachlesen. Das geht auch noch ein bisschen länger. Der kommt dann irgendwann zurück. Und das ist eine ganz lustige Geschichte. Aber jedenfalls, wenn jemand 127001 sagt, dann meint er eigentlich zu Hause oder sich selbst. Genau. Also ein weiterer Informatikerwitz wie Fuzzy Layer 8 oder Schicht 8.